Ja, moin Mädels und damit willkommen zum zweiten Teil der Bomben-Special-Gefechts-3-Teams-Runde. Wenn ihr die Hintergründe noch nicht kennt, dann müsst ihr unbedingt den ersten Teil gesehen haben, ansonsten macht das hier wenig Sinn. Außer ihr wollt einfach nur die pure Gameplay-Action sehen und interessiert euch gar nicht für die Hintergründe, dann könnt ihr auch einfach weiter gucken. Kleine Ergänzung noch, die Spawns haben einmal im Uhrzeigersinn rotiert, deshalb auch 3 Teile, weil 3 Spiele, weil 3 Spawns und alle rotieren einmal im Uhrzeigersinn, sodass jeder einmal in einem Spawn ist und an einem Bombenplatz platziert hat, wie auch immer. Ach ja, und die beiden gegnerischen Teams haben jetzt noch in der kurzen Pause jeweils einen Zusatzspieler bekommen. Das heißt, es ist für uns quasi, wenn wir es schaffen würden, die Bombe zu legen, ein 4 gegen 10. Wird interessant. Aber wie gesagt, Hintergründe habe ich im ersten Teil schon geliefert, deshalb rede ich jetzt gar nicht mehr weiter. Ihr kennt ja schon alles, weil ihr ja ganz vielleicht den ersten Teil gesehen habt. Aber wie gesagt, Schluss mit meiner Rederei. Wir reden noch genug vorm Spiel, vorm Spawn. Los geht's. Also, wir hatten uns eben überlegt, ob wir jetzt diese Runde erstmal ein bisschen zurückhalten. Jetzt hat aber jedes andere Team, einen Spieler mehr außer uns. Ist jetzt die Frage, ob wir trotzdem Gas geben oder, also ob wir deswegen Gas geben oder ob wir trotzdem, lass doch mal was vollkommen anderes machen. Ein bisschen zurückfahren und nicht sofort. Fahrt doch ein bisschen zurück und sammelt dafür ein paar schöne Abschüsse. Ich will auch so eine Tapete haben für meine Wohnung. So eine? Ja, ich will diesen Style, so geil, diese geometrische Absetzung. Nimm das doch einfach mit. Da. Oh, danke. Als Muster. Wir machen gleich Teamplay, okay? Wir können ja jetzt nicht. Oh ja! Hannes. Aber nicht laut lachen, nur so ein bisschen kichern. Wir machen unser eigenes Halloween-Event. Ja. Ja, dann los. Hey, oh! Was sag mal? Oh! An meinem Gesicht. Paul, deine 05er ist dann gut, wenn du durch diese Stahltür schießen kannst. Okay, wenn ich das schaffe. Wenn ich das schaffe. Hey, was krieg ich denn von dir? Ein Gummibärchen? Ich will 2 Milchshakes, so sieht aus. 2 Milchshakes. Okay. Das war jetzt unfair. Unerwartet. Was abgeprallt? Ich hab's gehört, du bist hit. Dann bin ich hit. Wenn die Lena das sagt, dann bin ich hit. Au, hit. Ich hol Hannes. Moment, ich führe gerade noch ganz in Ruhe ein Magazin auf. Los. Olga! Ich hab mich extra beeilt, dich zu holen, ja? Oma, Tischstück, Plätze! Oder nein, wir gehen einfach wieder in den Keller. Ich glaube, das ist lustiger. Wo seid ihr? Hier oben. Guck mal hoch. Warum war das platziert, ne? Ja. Ja. Wo denn? Wir haben Tischstück. Okay. Nico, lass euch noch ein bisschen von dir, Keller. Soll ich einfach rein? Ja. Was? Ganz entspannt. Nur ein bisschen aufmischen. Hannes! Jo! Das ist Paul! Vorsicht! Hannes! Silena, komm! Schluss, platzieren. Also um ehrlich zu sein, kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wie das jetzt passieren konnte. Ich meine, eigentlich wollten wir doch nicht auf die Bombe gehen, sondern einfach nur ein bisschen
stören. Aber naja, man lebt mit dem, was man kriegen kann. Orga! Okay, du legst hier. Du bist da. Safe. Dann... Ich gehe hier hin. Und plötzlich kam ein recht verwirrtes Team um die Ecke, welches irgendwie bei einem Hinterlaufungsversuch weit weg vom Geschehen war und irgendwie, auf welche Art und Weise auch immer, nicht mitbekommen hat, dass wir die Bombe gelegt haben. Schieß, wir haben die Bombe! Nicht schießen, okay? Ja, warum? Du wurdest von deinem eigenen Team abgeknallt, wie cool! Wie können wir dir helfen? Wollen wir uns verbinden? Wir kommen oben nicht durch, wir kommen unten nicht durch. Nicht schießen, wir kommen. Komm, ich schieß nicht. Verbinden jetzt? Ja, warte, stopp. Nur für die Klarheit, ja? Also jetzt nicht schießen, ja? Aber nur für die Klarheit. Wir, ihr müsst euch nicht mit uns verbinden, wir haben die Bombe gerade gelegt. Ja. Oh, ist doch alles kacke! Wir kommen. Vor B ist es komplett vor! Okay. Wir gehen mal wieder, ne? Sollen wir uns verbinden? Ja, so okay, verteidigt für uns. Ich werde die Bombe für uns verteidigen Kontakt. Müssen. Kontakt! Sollen wir den doch sagen verbinden? Selina? Ja. Geh am besten weiter nach links. Mehr ins Dunkle, dass du nicht so im Hellen stehst. Hannes, reist du hier alleine? Ich kann hier alleine bleiben. Ja. Aber ich würde sagen, du bleibst auch da und gehst einfach nur an die Position, wenn einer von den beiden rausgeschossen wird. Bleib einfach auch in Ruhe. Hol dich aus, spar Munition. Sollen wir vielleicht die Bombe freigeben? Hm? Alter, die ging genau zwischen den Tierrahmen, das ist ja geil. Wir haben die Gegner planten lassen und wir spielen gegen 10 andere Leute. Das ist wohl richtig. Hit! Schulterzeiger! Hit! Fuck. Steffen! Steffen! Lass mich rauskommen. Weiter. Hit, 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 Deadman! Ich komm raus, Deadman! Deadman! High five. So? Deadman! Yo! Willkommen! Yo! Pass auf den Sicherungsraum auf! Strecke Richtung Spawn! Jo, schön! Selina ist in einer anderen Richtung! Ja, so muss es sein. Also Jungs, wenn wir die Runde jetzt gewinnen, dann machen wir nächste Runde gar nichts, okay? Weiter. Weißt du noch, wo die stehen? Direkt unten drin. Also, die sind alle da oben dran. Hit, 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 hit!
Wie ihr gerade merkt, machen beide Teams, also 10 Leute von allen Seiten, Druck auf unsere Position. Da die Bombe nicht mehr viel Zeit zum Detonieren hat, schließe ich den Deckel, um die Gegner bei einer Entschärfung zu behindern. Ich konnte, weil ich hab ihn die ganze Zeit gesehen, also, ja. Deswegen habe ich nicht geschossen. Darf ich drinnen bleiben jetzt? Nein, ich gehe raus. Kannst du in der Tür bleiben? Einfach zurückgehen, Nico. Hannes, ich hab dich an der Waffe. Was? Deine Waffe hat rausgeguckt. Ist ja hier nichts angekommen. Na, wie gesagt, ich kann auch rausgehen. Dann gehe ich raus, wenn du das sagst. Hit. Gone? Wirklich? Ja, geil. Ja, war immer geil, ey. Das war voll mies eben, weißt du? Ja gut, also irgendwas ist da jetzt nicht so gelaufen, wie es sollte, wie es ursprünglich geplant war. Wie gesagt, ich kann mir auch nicht erklären, wie das jetzt passieren konnte. Keine Ahnung. Kann ich mir nicht erklären. Ich hoffe, ihr hattet aber trotzdem beim Anschauen dieses Videos ein bisschen Spaß. Falls ja, dann könnt ihr euch auf das dritte freuen. Dritte Runde. Noch einmal Spawn drehen, dann ist das Trio komplett. Also, bis zum nächsten Mal.